Und es geht weiter auf den letzten Metern hier mit der Kampagne von Diablo 4. Wir müssen eigentlich nur noch die Akkarat-Gruft suchen. Findet und untersucht die Gesichter Akkarats mit Nirel. Okay, und dafür müssen wir erstmal Gesichter Akkarats finden. Was auch immer Gesichter Akkarats sind. Ah, ein Gesicht des Ach, das da. Sehr schön. Wir haben ihn aufgerissen und der Schmerz hat uns beide vernichtet. Erinnert mich daran, wie ich die Wir brauchen noch mehr Gesichter. Brauchen wir Gesichter. Fallen, die sie zurückhält. Ist dieser Schleier die Antwort? Oder etwas in der Art? Keine Ahnung. Ein Vorhang. Hier nicht. Hier geht's wieder raus. Hier ist noch eines. Da. Schöpfer vieler Tode. Spender aller Leben. Was tötet, aber nährt zugleich? Feuer? Zeit? Nirel, halte Guschen. Ich muss noch Wasser. Vielleicht hat der See etwas mit der Gruft zu tun. Naja, der See. Vielleicht hier hinten in der Ecke? Nee. Da unten, ich sehe es schon. Noch ein Gesicht. Na, komm. Dunkler als eine Nacht ohne Sterne. Sicherheit in ihrer Dunkelheit. Sicherheit in Dunkelheit. Wäre ein Grab zu ironisch? Oder eher eine Gruft? Ah, eine Höhle. Eine Höhle, ein Vorhang und Wasser. Oder ein Vorhang aus Wasser über einer Höhle. Ein Wasserfall. Als wir hineingegangen sind, habe ich einen Wasserfall gehört. Okay, dann wieder rauf hier. Und dann gucken wir mal hier, ob wir den Wasserfall finden. Die sind schneller als die Pilze. Ihr habt euer Ziel erreicht. Wo ist hier ein Wasserfall? Ja, da. Nur, hinter dem Wasserfall. Genau wie wir vermutet haben. Springen. Triumph. Dann mal rein in die gute Stube. Da das ja das Grab von Akkarat ist, dürfte uns ja nicht viel passieren. Hier sind ja nur gute Mächte am Werke. Hoffe ich. Oder auch nicht. Was ist das? Ein Altar. Was hat sie jetzt? Ach, wieder ein Anfall. Sehr gut. Ich will niemandem mehr wehtun. Lass mich bitte nicht aus dieser Höhle. Wir können dich ja wie Tal Rasha hier anketten. Flauzi, au, der arme Kerl, da liegt er und hat sich erstmal auf die Nase gepackt. So, was ist das denn hier? Wollen wir das mal wegmachen? So, ach komm, wir machen uns einfach hier zeng. So, das ist alles überhaupt gar kein Thema. Ihr habt Gift, ich hab Gift, wir haben alle Gift, aber meins ist viel besser. Ja, ja, ich komme gleich. Anleitung Jaguar. Nee, Jaguar brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Was haben wir hier? Na gut, das ist der Jaguar, ja. Was haben wir hier? Solange ihr unaufhaltsam seid, seid so wie in den 4 Sekunden danach, erhaltet ihr 22% was? Höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Das klingt total doof. Und Segeln habe ich auch nicht. Das heißt, das können wir gleich zerlegen. Brauchen wir alles nicht. Gut, gut. So, meine Beste, wie geht's weiter? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe bei meinem Gesang etwas gespürt. Melililimbithusut. Thukudu mathsolam. Das aber hell. Seht nur, eine Tafel aus dem Nichts. Warum hat das funktioniert? Licht muss nur entfacht werden. Vielleicht hatte es mit Hoffnung zu tun. Der Rest steht in einer anderen Sprache geschrieben. Sieht aus wie die alte Sprache der Nahantu. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich glaube, ich kann es wenigstens aussprechen. Na-i-pan-ban-ki-ke.
Ban Lucha. Ban. Ja, Lucha kenne ich. Sene Ue Koho. Ipan, das kenne ich von meiner Karte. Es heißt Süden. Am Rest bin ich mir nicht sicher. Sehen wir uns südlich des Dorfes um. Südlich des Dorfes. Okay, dann raus hier. War wohl doch noch nicht die Gruft von Akarat. Ist auch ein bisschen heruntergekommen aus, muss man ehrlich gesagt sagen. So, südlich des Dorfes. Hier, alle Hopsasa, komm. Auf dem Weg nach draußen sehen Sie für Geduld. So. Ah ja, das sieht gut aus hier. Was ist das denn hier? So. Wer verfolgt mich denn da? Lucha. Lass mal den Lucha stecken, Nerel. Hier ist so ein komisches Vieh. Ja. Eine weitere Sackgasse. Ich verstehe nicht. Was habe ich falsch gemacht? Das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Bei einer Sache sind wir uns einig. Ach, da ist er doch wieder da. Unsere Opfer müssen etwas bedeuten. Ero. Ihr seid zurückgekommen? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Tafa? Der Geistgeborene und sein Geist. Tafa fragte, warum bringt ihr den Tod in meine Stadt? Der Geist antwortet, ich bin einsam. Tafa nahm den Geist bei der Hand und gemeinsam verließen sie die Stadt. Der Geist wird nie mehr einsam sein, nie einer anderen Seele Leid antun. Die Stadt ist gerettet. Sind wir euer mörderischer Geist, Ero? Gebunden bis ans Ende? So in der Art. Marka hat ihr Leben für Nahanto gelassen. Ich werde ihr Opfer ehren. Ich werde eure Hand ergreifen, Nerel. Und ich werde an eurer Seite gehen. So viel kann ich euch versprechen. Na, da hat er nochmal die Kurve gekriegt, der olle Ero. So, was machen wir jetzt? Diese Worte, die ihr in der alten Sprache gesprochen habt, sie sind nicht nur für eine Zunge gedacht. Ich fange an und ihr beide stimmt ein. Jetzt singen sie. Ein Disney-Film. Da war er wieder, der Lutscher. Und nu? Jetzt macht er uns den Moses und teilt das Wasser. Unglaublich. Oh, Akarat. Wie sie ihn geliebt haben müssen, um solche Wunder zu erschaffen. So, jetzt ist die Frage. Ach so, einfach hier runter. Ja, nur in Freundschaft und dann haben wir hier diese Viecher hier, die um die Ecke kommen. So, da hast du Freundschaft. Freundschaft für den Töter. Thank you.
Mord und Totschlag. Sackgasse? Fragezeichen. Na, noch brauchen wir den Tausendfüßler nicht. Was war denn das gerade? Ach, eine Falle. Alles cool. Wo gibt's denn hier weiter? Irgendwo geht's hier weiter, aber ich frag mich nicht wo. Indem wir erstmal mit ihm sprechen. Dieser Pfad. Akkarats Getreue haben ein Fenster in die Gänge gehetzt, die aus der Geisterwelt widerhallen. Einen Weg, die endlose Herrlichkeit des Reiches zu bestaunen, ohne ihm Schaden zuzufügen. Es ist ein Wunder, das meine kühnsten Träume übersteigt. Und ich trage das Gift direkt in sein Herz. So sei es. Ban Kike. Ban Lutza. Ban Kixene Wakoho. Schon ein bisschen episch, ne? Okay, weiter geht's. Mopsies, guck mal. Hat sich ausgemopst. Einmal schön vergiftet. So. Ja, um Klassen besser, die neue Skillung, die ich in der letzten Folge angebaut habe. Macht auf jeden Fall mehr Schaden und man ist nicht wesentlich überlebensunfähiger. Außer, dass wir jetzt hier eingefroren sind, was natürlich schlecht ist. Fallen Sie doch mal um. Ach komm. Einmal der Tausendfüßler bitte. Daneben. Ja, macht schon ganz schön Aua, muss man sagen. Ach, jetzt muss er nochmal, oder? Muss er nochmal hier sein Sprüchlein aufsagen? Bestimmt. Oder? Ja. Ban Kike. Ban Lutza. Ritualstein ist aktiv. Seine Magie fließt bereits. Wir haben nur diese eine Chance. Bitte? Und das heißt? Ah ja. Arm kleinen Racker. Mach mal dein Ding, Tausendfüßler hier. Genau. Ring. Sag mal, wie viel kommt denn hier? Ich kann Dornen-Aui. So eine Menge los hier. Und nochmal der Tausendfüßler. So. Keine Belohnung für den epischen Kampf hier. Und weiter geht's. Akkarat, ich komme. So, der ist vergiftet, der stirbt am Gift.
Warte mal, ich bin aufgestiegen, ne? Ja. So, wo wollen wir weiter Gift reingeben? Für Gegner mit Kontrollverlust 4% erhöhten Schaden zu. Kontrollverlusteffekt wird erhöht. Ja, da gehen wir weiter rein. Schön liegen bleiben. Ja, ja, liegen bleiben. Und liegen bleiben. Ich sag doch liegen bleiben. Und liegen bleiben. Wo ist denn der? Hab ich den in den Boden gerammt oder wo ist der? So, was gibt's hier? Moment, ich höre etwas Großes kommen. Räumen wir den Tisch auf, ehe wir uns zum Essen setzen. Geiler Spruch, kann man sagen. So, was Großes. Na dann komm mal her, mein Großes. Ach, guck mal hier. Da. Au, das war nicht so lustig. Nee, nee, alles gut. Lautzi, so, wir haben den Tisch aufgeräumt. Erstmal gucken, was wir da gekriegt haben. Einmal was auf energisch, Geschwindigkeit, Beständigkeit. Hier haben wir gekriegt. Solange Gegenangriff aktiv ist, werden alle Schneidklingen. Okay, haben wir nicht. Ihr haltet Bewegung zweitrangig, jede Bewegungsgeschwindigkeit nur Geistgewohnheiten. Ist auch nichts, was wir unbedingt brauchen. Überwältigungsschaden können wir uns an die Hutkrempe stecken. Dornen, 11 Dornen drauf. Das könnte man vielleicht nehmen. Jetzt haben wir hier nix. Okay, das lassen wir erstmal so. Das hier unten müssen wir uns nochmal angucken. Attacke! Ich habe so den Verdacht, sie wird das nicht überleben, aber wir gucken mal. Aufgestiegen? Ja, gleich nochmal. Zack. In diese Gruft eingebaut hat. Vorsichtig sein. Ich bin so vorsichtig. Guck mal, Fallen haben sie auch hier. Sieht aber auch nicht heimelig aus, ja? Also wenn ich einen großen geehrten Individuum, sagen wir mal, Individuum beerdigen will, dann suchen wir doch nicht hier so ein Loch raus. So, die geschärfte Klebe. Ist das irgendwas Wertvolles? Nee, eigentlich nicht, ne? Sackgasse. Ist noch nicht so weit. Dann halt hier lang. Interessant. Tür ist versiegelt und nu? Womöglich eine Prüfung. Zwei Hände, die nacheinander greifen. Der Bogen. Greifen Sie nach etwas oder lassen Sie los? Was muss ich denn machen? Vergabe.
gewiss, dass das nicht funktioniert. Er ist an euch gebunden. Was muss ich denn? Was muss ich denn machen? Meinen Arm, mich selbst. Was soll ich sonst noch geben? Der leere Raum, den sie hinterlassen haben. Womit habt ihr ihn gefüllt? Hier fallen uns gerade die Steine weg. Was machst du? Ja, mach irgendwas. Nein. Ich fühle mich leer. Erschöpft. Aber danke der Nachfrage. Grausam, nicht wahr? Wie manchmal das am meisten schmerzt, was am besten für uns ist. So, was war jetzt die Lösung? Die hängen da so. Ich glaube, die ist. Ich gehe mal hier raus, bevor ich hier irgendwo runterfalle. Ich weiß nicht, ob sowas geht, aber nicht, dass man durch was ganz Banales stirbt in Hardcore. Ich meine, bei dem Bosskampf gegen Lilith kann man zum Beispiel irgendwo runterfallen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Laut. Hallöchen, was ich hier habe. Ums Schepper. Genau, spuck ihn an. Das wäre hier schon wieder so ein Ding. Ein weiteres Indie-Rätsel. Hier sind Schalen. Da muss was rein. Das tun sie. Ich werde Akarats Licht erneut anrufen. Seltsam. Meine Verbindung zu den Geistern fühlt sich schwächer an. Also, was hast du denn, Eru? Ich musste nur etwas weiter ausgreifen. So, jetzt kommt bestimmt der böse Buhmann. Lächerlich. Entfacht man eine, erlischt eine andere. Es muss eine bestimmte Reihenfolge geben. Verstehe ich nicht. Achso, da ist noch einer nicht angezündet. Lass mich mal ganz hier hin. So. Okay, eine bestimmte Reihenfolge, verstanden. Aber erstmal müssen wir die Viecher hier killen. So, warte mal. Entfacht man eine, löscht eine andere. So. Kommen da jetzt jedes Mal Viecher raus, wenn ich da drauf drücke, ist natürlich blöd. Ist noch nicht so weit. Jetzt, nee. Können wir ewig machen hier. Ich brauche mehr Zeit. So ein Schweinegrütze, so eine Schweinegrütze. Vielleicht sollte ich mir mal merken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Jetzt war aber mehr Glück als Verstand. Oder? Jetzt sind sie alle an, oder nicht? Genau. Hallöchen. Ja.
komm, geh weiter, lass die zwei Schlangen da in Ruhe. Wobei, das nehmen wir natürlich mit. Was ist denn das für ein Symbol? Diese Prüfung ist nicht für uns gedacht. Und dann? Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Wer ist er denn? So. Verlorene Seelen, ihr alle! Wer ist das nun wieder? Simulacrum von Josef. Wer ist Josef? Ah, guck mal, was Großes. Vigo, der Schröckliche. So, weg ist er. Gute Augen aus Asche und Blut. Noch wer? Jorin, wer sind die alle? Donen, den kennen wir. Wir haben euch nicht vergessen, Donen. Niemals. Aua. Was muss ich denn machen? Was ist das hier? Achso, die. Ah, Donen ist wieder angreifbar. So, hier Donen, hast du was. Noch wer? Ein vergessener Wärter. Das scheint jetzt aber der letzte zu sein. Ich brauche mehr Zeit. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich glaube nur die Viecher töten hier, oder? Oder lange, einfach lange genug aushalten. Stirb schon. Wir waren diese Geister. Keine Geister, sondern Gebilde der Gruft. Wir kannten sie einst. Sie haben uns dabei geholfen, Lilith zu besiegen. Und sie alle sind dafür gestorben. Wo der dunkle Wanderer geht, folgt die Zerstörung. Was haben wir denn hier? Schaden? Den können wir tatsächlich mal benutzen. Solange ihr unaufhaltsam seid, höhere Bewegungsgeschwindigkeit, nein. Ressource, Dornen, schon ganz nett. Geben wir auch mal auf. 11 Dornen. Nehmen wir auch mal mit. Und den Rest, den lassen wir erstmal. So, weiter geht's. Oh, ein Trinkfläschchen. Habe ich noch genug Tränke? Ja, haben wir noch genug. Was erwartet uns jetzt? Ich habe von einem Tor im Herzen der Gruft gelesen. Ist es das? So muss es sein. Müssen wir das Ritual noch einmal durchstehen? Welches Ritual? Ihr werdet sehen. Ich werde euer beider Hilfe brauchen. Ohne Marka wird dies schwieriger sein. Ro Yise, Wu Kise, Ro Yise, Wu Wutsa. Und weg sind wir. Akarat, könnt ihr fassen, dass wir es geschafft haben? Ich habe nie daran. Sieht mir böse nach einer Bosskampfarena aus. Akarat. Das ist Akarat. Warum liegt denn der da so nackig und warum ist er nicht vergammelt?
Ihr könnt jetzt loslassen. Aber wir wissen, dass das nicht gut gehen wird. Aber sie hat da noch diese komischen Male. Ah, die verschwinden. Wo ist der Haken? Von diesem Moment geträumt. Endlich schweigt mein Verstand. Mein eigener. Dieser Ort wird ein deutlich besserer Wächter für den Stein als ich. Danke, dass ihr ihr helft, Ero. Nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Ich tue das für Nahanto. Geister, vergib mir. Was ist denn nun passiert? Das sah mir nicht nach was Gutem aus. Ihr habt Besseres von mir verdient. Mein Teil ist getan. Tut ihr nun den euren. Der hat einen Deal versucht mit Mephisto und das haut natürlich nicht hin. Dies ist nicht das Ende, das ich für uns wollte. Genug! Verdammt seien eure Spielchen und Lügen. Welch süßer Hass. Öha. Ein Moment des Verrats. Schon sinkt mein Blut in euch. Bin ich darauf vorbereitet? Ich weiß nicht. Nur wenige Sterbliche sind ihres Geburtsrechts so würdig. Was eine hübsche Klappe. Was eine Zuckerkusche. Und was ist mit dem Löwen da? Hilft er uns nicht? Scheinbar nicht. Öha. Herr des Hasses. Brote des Hasses. Was ist denn los? Kann ich gar nicht angreifen. Wie soll ich denn das machen? Achso, ich soll jetzt... Geht weg von Akarat, der arme Akarat. Der kann ja noch auch nichts dafür, dass er so... Sehr schön. Was soll ich denn jetzt machen? Hier sind lauter Viecher. Hier ist vor allem wird der Kreis enger. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Bei unserem letzten Kampf wart ihr nicht. Ach, halt die Guschen. Was?
Halt die Gusche, du Hund. Komm in den Kreis. Da mache ich kurz einen Prozess mit dir. Immer schön Barriere aufbauen. Immer schön Barriere aufbauen. Das Problem ist, der Kreis wird immer enger. Ich mache mir so dezent Sorgen. Wegen irgendwelchen Mechaniken, die vielleicht ein One-Hit sind. Egal, wie stabil ich bin. Halt die Guschen. Ich will hier raus. Genau, jetzt steht er auf, der kleine Loi. Sehr schön. Er macht uns bedeutsam. Ihr seid selbstverständlich. Aber wir sind Wunder. Ich bin unvermeidbar. Jetzt hat er ihm aber eine verpasst. Haha. Oh, das macht ja. Akarats Essenz. Ich brauche noch so eine Essenz, die war cool. Raus da, raus da. Nein, nein. Raus da. Da ist noch so eine Essenz. Ah, habe ich ihn umgeschubst, den kleinen Racker. Haha. Stirb, du Hundetier. Ja, komm, konzentrier dich. Schön. Oh, das hat ein bisschen Aua gemacht. Au, das hat auch ein bisschen Aua gemacht. Ist doch gut jetzt. Lass das doch mal. Blöde Töle. Haben wir hier noch irgendwo so eine... Nein, haben wir nicht. Nieder mit dir. Du bist ein Wauzi und niemand hat dich lieb. So. Uha. Die Hai Haxen. Noch fühle ich mich ganz gut. Ja, ja. Da hast du. Vorsicht, da kommt er wieder mit seiner... So, Hälfte haben wir. Überhaupt gar kein Thema. Wo ist er? Wir brauchen noch so eine Essenz, bitte. Hälfte ist weg, alles gut. Er hat garantiert noch eine zweite Phase oder so. Ich brauche noch so eine Essenz, bitte. Da ist eine. Genau. Ich nutze sie, aber ich muss erstmal an ihn... Komm her. Ey, Hundi. Was mache ich? Oh, jetzt wieder in die Mitte. Okay. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hat er gerade die Bibel zitiert? Was werdet ihr tun? Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Hilfe! Ach, da ist er wieder. So. Jetzt hör auf zu spucken hier. Ich muss den hier wegmachen. Also ich weiß nicht, ob ich den wegmachen muss, aber ich mache ihn jetzt mal weg. So, da ist der Loi. Mach dein Ding, Tausendfüßler. Sag mal, Mephisto, kommst du da langsam mal runter? Er spielt noch ein bisschen mit dem Löwen und jetzt bin ich wieder alleine. Eurer eigenen Achtlosigkeit für seine kostbare blöd. Ihr habt euren Auftrag über eine Handlung gestellt. Naja. Über ihn.
Ich hatte kaum Mühe, ihn auf meine Seite zu ziehen. Hör auf zu quatschen. Wo ist er hin? Da ist er. Mensch, du, hör auf, mit den Flitzer zu machen hier. Nein, nein. Vorsicht, nicht da rein. Das ist ungünstig. Ja, ja. Ist ein feiner Hund. Was macht er denn da? Komm her, sei ein guter Hund. Nein. Ah, oh, eh. Ich bin guter Dinge, dass wir zumindest diese Phase schaffen. Ich muss wieder zu ihm stoßen. Dann stoß doch mal wieder zu ihm. Lasst uns beenden. Was wir vor so vielen Jahren bekommen haben. Schlag zu, Wanderer. Ich schlag ja. Zurück. Diesmal wird er sterben. Und ich mit ihm. Aber. Hat er sich jetzt gerade umgebracht? Und. Laut. Das arme Hundi. Schon in Ordnung. Ich weiß, dass ihr jetzt gehen müsst. Ihr habt mehr für mich getan, als ich mir je hätte vorstellen können. Ich verspreche euch, dass ich es nicht vergesse. Ich verspreche, nicht aufzugeben. Ihr müsst nicht mehr nach mir sehen. Es wird Zeit für euch zu gehen. Puff, da ist er, Sternenstaub. Als der Tod das erste Mal an meiner Tür stand, erwartete mich die Geisterwelt. Aber jetzt, jetzt habe ich Angst. Mephistos Stimme ist verstummt, aber Hass wie auch Furcht überdauert. Erinnert euch daran, dass selbst Akkarath Angst hatte. Akkarath wartet. Werde ich euch jemals wiedersehen? Ja, Nerel. Das werdet ihr. Bling, 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 bling. Na, Herr des Hasses, dann geben Sie uns mal Ihre... krass geilen Sachen hier. Moment, Anleitung. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir da was Spannendes gekriegt? 17% erhöhte... Ach nee, das hatten wir schon. Unaufhaltsam. Was ist das? 9. Maximales Leben. Lebensraum töten eines Gegners. Kritische Trefferschaden. Höhe von 72% eurer Blockchance. Unbedingt so pralle. Was haben wir hier? Das kann man nicht benutzen. Was haben wir da? Harke. Brauchen wir nicht. Kann kein Jaguar manifestieren. Ich würde sagen, ja, die Dornen sind ganz nett. Was ist damit? 11 Dornen. Achso, die hatte ich mir dafür aufgehoben. Okay, dann erzähl mal, Nerel, was könnte Mephisto mit Akkarats Körper vorhaben? Hat er?
Diese Leiche lag über ein Jahrtausend in der Geisterwelt. Wer weiß, wie viel Macht ihr jetzt innewohnt. Und Mephisto hat die Körper von genügend Heiligen zu Marionetten gemacht, um mich vermuten zu lassen, was er als nächstes vorhat. Wir müssen ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Suchen wir Eru. Wir brauchen Antworten. Wir müssen Eru so, finden. Aber hier verduften wir uns erstmal. Vielleicht weiß ich wo. Oh, ich glaube, ich bin gerade aufgestiegen, oder? Nö. Stufe 50. Doch, ein Erfahrungspunkt. So, liebe Freunde, aber... Ey, ich wollte gerade abmoderieren. Ihr Gesocks, ihr Gedöns. So. Ich wollte gerade abmoderieren. Herrschaftszeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir erfahren, was Mephisto mit der Leiche von Akkarat vorhat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist jugendfrei. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck. Tschüssi.